السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, immer mehr Geschwister fangen an zu beten, weil sie verstanden haben, wie schlimm es ist, nicht zu beten. Das ist meistens der Hauptgrund, warum Leute nicht beten, weil ihnen jahrelang vermittelt wurde, ja, das ist eine Pflicht, ja, ja, ist eine Pflicht. Aber ihnen ist nicht bewusst, dass das Nichtverrichten einer Pflicht haram ist. Und dass das Gebet zu unterlassen eine riesengroße Sünde ist. Auf jeden Fall, was ist jetzt mit den Gebeten, die man nicht gebetet hat? Nehmen wir mal an, jemand ist zum Beispiel 24 Jahre alt und fängt an zu beten. Ab der Pubertät ist für ihn das Gebet Pflicht und hat es die ganzen Jahre nicht gebetet. Muss er diese Gebete nachbeten oder reicht es für ihn, Toba zu machen? Das heißt, dass er das bereut, dass er nicht gebetet hat und er fängt jetzt an zu beten. Es gibt hier zwei verschiedene Meinungen. Die meisten Gelehrten sagen, man muss die nicht verrichteten Gebete nachbeten. Denn der Prophet a.s. sagte, man nahm an salatin und nasiha falyusalliha hina dakaraha. Wer ein Gebet verschläft oder vergisst, der soll es dann beten, wenn er sich daran erinnert. Und dann sagen sie, wenn man sogar nachbeten muss, wenn man es vergessen hat oder verschlafen hat, dann muss man es erst recht nachbeten, wenn man es absichtlich nicht gebetet hat. Die anderen Gelehrten sagen, der Hadith sagt nur, wer es verschlafen hat oder vergessen hat. Der Hadith sagt nicht, wer absichtlich nicht gebetet hat. Denn Allah sagt im Koran, Inna salate kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist zu festgeschriebenen Zeiten festgesetzt. Das heißt, wer diese Bedingung nicht erfüllt, der hat in dieser Gebetszeit nicht gebetet und hatte keinen Entschuldigungsgrund. Dieses Gebet ist für ihn ungültig, er kann nur noch Tauba machen. Das sind die zwei Meinungen, die es gibt. Aber natürlich, was ich den Leuten sage, die jetzt erstmal anfangen, macht erstmal Tauba für das, was ihr vorher gemacht habt. Versucht so viel ihr könnt nachzubeten. Und wenn ihr das nicht schafft, dann betet wenigstens jetzt. Nicht, dass ihr sagt, boah, ich muss jetzt noch die ganzen Gebete nachbeten und das wächst einem im Kopf und dann betet man gar nicht. Ja? Genau wie, was manche Leute machen, es kommt ein Jugendlicher in die Moschee, der war die ganze Zeit zu schwach zum Beten. Und dann sagen sie, nein, 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 das, so geht das aber nicht. So geht das aber nicht, dass du nur Pflicht betest. Du musst auch noch 2 vor Fajr, 4 vor Dhuhr, 2 nach Dhuhr, 4 vor Asr, 2 nach Maghrib, 2 und so weiter und so fort, 2 vor Isha, 4. Oh, hat er so viel? Der versucht das 2 Tage. Der ist noch schwach im Iman, der versucht das 2 Tage. Geht über sein. Der hat es nicht geschafft, weil er arbeiten muss, weil er dieses und jenes, weil er es mit der Zeit nicht schafft. Und jetzt macht man ihm so viel zur Pflicht. Nee, du musst gar nicht. Was heißt Sunna? Sunna heißt im Fiqh freiwillig. Nawafil, Mustahab, erwünscht. Erwünscht. Es ist super, wenn du es schaffst. Nicht, dass mich jemand falsch zitiert und sagt, du sollst die Sunna nicht beten. Aber viele werden dadurch überlastet. Du kannst auch nicht jemanden, der gerade anfängt mit Bodybuilding, 120 Kilo Bankdruck machen lassen. Es ist gut, dass der erstmal angefangen hat zu trainieren, um fit zu werden. Genauso ist es mit dem Gebet. Wenn er es schafft, wunderbar, super. Aber das ist keine Pflicht, sondern du bist Sunnit. Du musst die Sunna beten für unseren Propheten. Man betet keine Sunna für den Propheten. Man betet die Sunna, weil der Prophet es gezeigt hat, für Allah. Es ist Schirk für den Propheten zu beten. Ich bete für Allah. Jede Gebete, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahrlich, mein Gebet und meine Opferreden, mein Leben und mein Tod ist für Allah, den Herrn der Welt. La sharika, der hat keinen Partner. Das ist ganz, ganz wichtig. Super, wenn ihr das schafft, aber wenn ihr es nicht schafft, macht wenigstens die Pflicht. Das ist das A und O, die Pflicht zu machen. Es kam ein Mann zum Propheten und sagte zu ihm, Araita in Salaytu al-Maktubat, wa sumtu Ramadan, wa ahlaltu al-Halal, wa haramtu al-Haram, atkul Jannah,
Stell dir vor, ich gebete die festgeschriebenen Gebete und faste Ramadan und mache das, sehe, dass das Halal ist als Halal und das, was Haram ist als Haram. Trete ich ins Paradies ein? Da sagt der Prophet, ja. Sunna heißt im Zusammenhang, man ist nicht kein Sunnit, wenn man die Sunna nicht betet. Der Begriff Sunna hat verschiedene Begriffe, hat verschiedene Bedeutungen je nach Kontext. Im FIP-Kontext, das heißt Beten, Fasten etc., bedeutet das Mustahab, erwünscht. Im Zusammenhang, im Sprache bedeutet Sunna ein Weg. Manche haben auch, Imam Ahmed hat einen Weg, das heißt ein Buch, das heißt Usulu Sunna, da geht es um Akida. Sunna bedeutet, es heißt, du bist kein Sunnit, wenn du das nicht betest. Und ich rufe nicht dazu auf, die Sunna nicht zu beten. Es ist super, wenn du es schaffst. Aber besser, du betest nur die Pflicht, als dass du dir so viel so viel zur Pflicht machst und dann nach 3 Tagen wieder aufhörst, weil du es nicht schaffst. Das sind meine Worte. Ich sage um noch heran. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.